Es ist Zeit für Latin, für dein Tanz-Dich-Fit-Latin-Workout. Latin, das sind südamerikanische Rhythmen, das ist Leidenschaft, das ist Power. Und das sind 12 unterschiedliche Moves, die du und ich, wir gemeinsam mit meinen Tänzern, zu einem großen Workout zusammenpacken. Damit du es aber leichter hast, erkläre ich dir jetzt jede einzelne Bewegung. Also, los geht's. Deine Beine sind geschlossen und wir beginnen mit dem ersten Schritt. Du stellst ein Bein schräg raus und nimmst zur gleichen Zeit den gegenüberliegenden Arm nach oben. Das machen wir gemeinsam einmal. Achtung, 5, 6, 7, 8, Step. Wenn du willst, guck mal hier, nimm den Popo ein bisschen raus. Tack, tack, okay? Wir probieren es nochmal. 5, 6, 7, 8, Step, zurück. Genau das Gleiche auf der anderen Seite. Du wechselst. Zack, zurück. Noch einmal in die andere Richtung. Zack, zurück. Und zack, zurück. Lass uns das einmal, damit du es wirklich hast, etwas schneller hintereinander machen. 5, 6, 7, 8. Schritt zurück, Schritt zurück, Schritt zurück, Schritt zurück. Denk dran, das machst du 4 mal 8. Erst danach gibt es eine kurze Pause von 2 Achtern und wir wechseln in die nächste Bewegung. Die nächste Bewegung zeige ich dir in 2 Steps. Wir fangen mit den Beinen an, mit den Füßen. Du kreuzt, okay? Schritt, fällst nach hinten, Schritt, gehst weiter nach hinten und kommst wieder nach vorne. Das machen wir gleich nochmal, damit du es wirklich kannst. 5, 6, 7, 8. Schritt, Schritt, Schritt vor, okay? Dazu kommt die Oberkörperbewegung und die ist typisch lateinamerikanisch. Die ist nämlich einfach nur so. Tschakedang. Okay? Lass uns das mal probieren zusammen. Tschakedang. Gleich nochmal und dididim. Ja, egal ob Mann oder Frau, einfach dididim bewegen. Und das machen wir auf den ersten Schritt, der bei dieser Schrittkombination passiert. Lass es uns probieren. 5, 6, 7, 8. Zack. Schritt, Schritt, Schritt. Zack, Schritt, Schritt. Noch einmal und zack, Schritt, Schritt, Schritt. Das müsstest du jetzt eigentlich haben. Das dürfte funktionieren, oder? Danach hast du wieder 2 Achterpause, um dich auf den nächsten Schritt vorzubereiten. Der nächste Schritt ist ein typischer Latin-Schritt. Pass auf. Die Arme sind hier oben. Du gehst mit einem Bein nach vorne, nimmst die Hüfte etwas raus und gehst zurück. Wieder nach vorne, Schritt, klack, zack, zurück. Das, was du sehen kannst, ist, dass ich mit dem Standbein etwas mitwippe. Guck mal. Schritt, zack, Schritt, zack, Schritt, zack, Schritt, zack. Die Hände kannst du eigentlich machen, wie du willst. Lass es uns einmal zusammen probieren auf dieser Seite und dann wechseln wir auf die andere. Achtung. 5, 6, 7, 8. Schritt, zurück, Schritt, zurück. Schritt zurück, Schritt zurück. Nochmal, Schritt zurück, Schritt zurück. Clap und wir wechseln auf die andere Seite. Schritt zurück, Schritt zurück. Schritt, tadap, tap, tadap. Nochmal, zack, 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 zack und stehen. Das ist eigentlich einer der einfachsten Schritte, aber er macht auch mit am meisten Spaß, weil er richtig hintereinander weggeht. Wenn du den Schritt hinter dir hast, kommt der 4. Schritt. Und ich hatte es schon mal erklärt, jedes deiner Workouts hat 3 Blöcke, a 4 unterschiedlichen Schritten, sodass sich das wirklich langsam immer mehr aufbaut für dich. So, der letzte Schritt aus diesem Latin-Workout-Part, aus diesem Latin-Workout-Block, ist ein typischer Latin-Schritt. Du gehst mit dem einen Bein vor dem anderen gekreuzt, hopp, und stellst jetzt den anderen Fuß raus. Dann kreuzt du wieder und kommst dadurch etwas weiter nach vorne, stellst das andere Bein raus. Kreuzt nochmal, stellst raus, kreuzt nochmal, stellst raus. Wenn du 4 Schritte nach vorne gekommen bist, gehst du genau die gleiche Schrittkombination wieder zurück. Okay? Schritt, Step, Schritt, Step, Schritt, Step, Schritt, Step.
Die Arme kannst du machen, wie du willst. Tanzen ist individuell. Tanzen ist persönlich. Tanzen zeigt deine ganz eigene individuelle Persönlichkeit. Deswegen lass dir etwas Freiraum dabei. Wenn es nicht immer ganz so ist, wie ich es mache, du bist du, ich bin ich. Okay? Also nochmal diesen Schritt. 5, 6, 7, 8. Schritt raus. Schritt raus. Schritt raus. Schritt zurück. Schritt raus. Schritt raus. Schritt raus, Schritt und stehen. Das waren 4 unterschiedliche Steps in einem deiner Latin-Blocks. Jetzt hast du eine etwas längere Pause von 4 Achtern und danach kommt der nächste Latin-Block. Pass auf, du stehst seitlich und gehst mit dem vorderen Fuß nach vorne, drehst dich etwas ein dabei, zack, und der hintere Arm geht nach oben. Jetzt rückst du hinterher und machst genau das gleiche wieder. Zack, stehen, und noch einmal. Insgesamt 4-mal jeweils. Jetzt machst du das gleiche zurück. Das heißt, der hintere Fuß, logischerweise, geht zuerst. Step, diesmal ist der vordere Arm oben. Zurück, Step, zurück, Step, zurück, Step, zurück. Lass uns das gleich nochmal probieren, okay? Achtung, erst nach vorne, 4 Schritte, dann zurück, 4 Schritte. Achtung, 5, 6, 7, 8. Step und Step. Und Step und Step. Stehen, Step und Step und Step und Step. Stehen. Ich weiß, dass du es eigentlich schon kannst, aber lass es uns zur Sicherheit noch einmal machen, okay? 5, 6, 7, 8. Step und Step und Step und Step. Stehen, Step und Step und Step und Step. Stehen. Wenn du diesen Schritt hast, am Anfang von Block 2 deines Latin-Tanz-Dich-Fit-Workouts, hast du wieder 2 Achter Pause, dann kommt der nächste Schritt. Pass auf. Die Beine gehen so. Step, Wechsel auf die andere Seite. Step, Wechsel auf die andere Seite. Step und tief. Okay, lass uns das einmal probieren, bitte. Step, 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 tief. Step, 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 tief. Nochmal. Step, 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 tief. Ein letztes Mal. Step, 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 tief. Die Arme gehen raus. Raus, 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 tief. Genauso wie die Beine, okay? Lass uns das einmal probieren. Beides zusammen. Und zwar Schritt, 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 und tief. Schritt, Schritt, Schritt und tief. Nochmal. Schritt, Schritt, Schritt und tief. Ein letztes Mal. Schritt, Schritt, Schritt und tief. Ein wunderbarer Schritt. Trainiert die Oberschenkel, trainiert die Beine, den Po und die Arme. Okay? Und natürlich auch die Schultern. Der nächste Schritt ist ein typischer Ladies-Schritt. Okay? Das Becken bewegt sich. Step, Step, Wum, wum. Etwas schnell? Ich mach's langsamer. Pass auf. Step, Step, Step und Kick. Step, Step, Step und Kick. Wenn du das hast, wenn du das kannst, nimmst du die Arme mit dazu. Pass auf. Der Arm zieht. Step, es ist etwas so, als wenn du mit dem Ellenbogen hier in die Hüfte oder in die Taille reinhauen würdest. Okay? Step, Step, Step. Nochmal. Step, Step, Step. Nochmal ein letztes Mal. Step, Step, Step. Und noch einmal. Step, Step, Step. Und stehen. Okay? Der letzte Schritt aus deinem zweiten Part vom Latin-Tanz-Dich-Fit-Workout ist ein typischer Latin-Schritt. Logischerweise. Und er ist etwas schwieriger. Deswegen zeige ich ihn dir ganz langsam. Die Beine stehen, Fußspitzen nach vorne und du kreuzt nach hinten. Schritt, das Bein etwas hoch. Zurück. Jetzt kommt ein Tippelschritt. Tipp, Tipp, Tipp. Und in die andere Richtung kreuzen. Schritt, Schritt, Tipp, Tipp, Tipp. Schritt, Schritt, Tipp, Tipp, Tipp. Nochmal. Schritt, Schritt, Tipp, Tipp, Tipp. Schritt, Schritt, Tipp, Tipp, Tipp. Die Arme kannst du hier machen, wie du willst. Fühl dich frei, ja, fühl dich frei zu genießen, wie du tanzt und was du machst. Hier unten die Schritte sollten richtig sein. Schon bist du fertig mit dem zweiten Part von deinem Latin Workout.
Der dritte Part ist ein richtiger Party-Part. Deswegen fangen wir auch an mit Claps, mit Klatschen. Und das machst du ganz entspannt. Klatsch, 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 klatsch. Und dann Arme kreuzen nach vorne, Becken nach hinten. Arme nach hinten, Becken nach vorne. Flop. Sieht komisch aus, wenn man es so langsam macht. Ich weiß, aber wenn du es schnell machst, ist es cool und macht Spaß. Lass es uns etwas schneller probieren, okay? 5, 6, 7, 8. Clap, 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 cross. Hit nochmal, cross. Hit und clap, 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 cross. Hit, cross, hit. Der dürfte eigentlich leicht zu machen sein für dich. Wir gehen gleich in den nächsten. Pass auf. Stell dich hin, ganz gerade. Mit einem Fuß nach vorne. Hopp, zurück, hopp, zurück. Schritt, ran. Anderes Bein nach vorne. Hopp, zurück, Schritt, ran. Lass uns das gleich nochmal probieren, bitte, okay? Achtung, du nimmst immer das Bein nach vorne von der Richtung, in die du gehst, okay? 5, 6, 7, 8. Step, zurück, Schritt. Step, zurück, Schritt, Schritt, Schritt. Noch einmal. Step, zurück, Schritt, 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 Schritt. Letzte Mal. Step, zurück, Schritt, 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 Schritt. Wenn du den hast, kurze Pause, 2 Achter, der nächste Schritt. Beine sind offen. Du gehst etwas in die Hocke und wir bewegen nur das Becken, zuerst in einem Viereck. Also, Becken nach vorne, hopp, Becken zur Seite, hopp, Becken nach hinten, hopp, Becken zur anderen Seite, hopp. Das gleiche nochmal, hopp, 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 hopp und dann zweimal kreisen. Viermal kreisen. Danach genau das gleiche in die andere Richtung. Hopp, 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 kreisen, 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 noch einmal. Relativ einfach, aber sieht irgendwie cool aus, okay? Und man fühlt sich irgendwie sexy, muss ich sagen. Also, der nächste Schritt, 2 Achter Pause und die nächste Bewegung. Du gehst mit Bein und Arm auf der gleichen Seite raus. Hopp, ganz elegant. Gleich nochmal, 5, 6, 7, 8. Step, zurück. Und jetzt machst du oben shaken, unten bleibt es gleich. Hopp, zurück. Genau das gleiche nochmal. 5, 6, 7, 8. Step, zurück, shake, shake. Step, zurück, shake, shake. Das sind alle 12 unterschiedlichen Moves aus deinem Latin Tanz Dich Fit Workout. Nachher im eigentlichen Durchlauf mit meinen Tänzern zusammen werden wir es immer wieder machen und wir werden dich immer mehr fördern und immer mehr fordern. Am Anfang geht es langsam los, dann wird es immer schneller und ganz zum Schluss machen wir die sogenannte Speedy Gonzales Variante, okay? Aber zum jetzigen Zeitpunkt danke ich dir erstmal für deine Zeit, für dein Vertrauen und ich hoffe, Latin macht dir genauso viel Spaß wie mir. Also, bis dann.